Ja, hallo liebe deutschen und türkischen Freunde, auch unsere Österreicher und Schweizer dürfen wir nicht vergessen. Herzlich willkommen zurück bei der Auswanderung für Türkei. Heute haben Thomas und ich mal getauscht, der Thomas steht heute mal hinter der Kamera und heute wird es ein paar Informationen zu den Kosten hier in der Türkei geben. Dann fangen wir einfach mal mit den Kosten für das Wohnen an. Die Mieten sind natürlich unterschiedlich, es liegt natürlich daran, was für eine Wohnung man sich vorstellt, in welcher Lage, wie groß die Wohnung sein soll, mit welcher Ausstattung. Bei mir persönlich ist es so, ich habe eine Dreizimmerwohnung, die befindet sich in einem älteren Haus und liegt preislich bei 1500 Lira im Monat. Hinzu kommen im Monat 70 Lira Eidat, also Hausgeld. Die sind für den Parkplatz, den Pool, den Generator, die Treppenhausbeleuchtung, Reinigung. Genau. Dann zu den Nebenkosten. Strom liegt bei mir immer zwischen 100 und 150 Lira. Die letzte Stromrechnung von mir zum Beispiel bei 117. Wenn man keine Klimaanlage benutzt, kann man auch mit 50 bis 60 Lira auskommen. Das ist überhaupt kein Problem. Wasser ist auch relativ günstig, 10 bis 20 Lira. Bei mir waren es jetzt 13, die letzte Stromrechnung. Das ist auch kein Problem. Wer zu Hause gerne kocht, der tut das in der Regel mit einer Gasflasche. Die kostet im Moment um die 110 Lira, hält dann aber auch für einen guten Monat. Für Fernsehen zahlt man hier nichts, das ist in der Stromrechnung schon mit drin. Auch die Müllabfuhr ist in der Mehrwertsteuer der Verpackungen mit enthalten. Da kommt nichts extra dazu. Dann haben wir das Internet, liegt im Monat bei 35 Lira zu Hause. Einmalig 200 Lira habe ich bezahlt für den Router und die Installation. Für den Handyvertrag zahle ich im Monat 40 Lira, da sind 5 GB enthalten und eine Flatrate zum Telefonieren. Dann, wichtig auch fürs IKAMET, ist die Krankenversicherung, die private Krankenversicherung. Die liegt bei mir jetzt bei 185 Lira. Da sind natürlich nicht alle Sachen enthalten. Es ist ganz klar, dass man da Zuzahlungen hat. Wie immer bei einer privaten Krankenversicherung geht man da immer erst in Vorleistung und kriegt dann einen Teil erstattet. Wer sich da natürlich besser schützen möchte, gerade für die Leute im älteren Alter, gibt es natürlich auch Versicherungen, die einen breiteren Umfang haben. Dann haben wir das IKAMET. Das kostet an Gebühren für den Staat ungefähr 1200 Lira bei der Erstbeantragung. Genau. Dann für viele wichtig natürlich die Preise in Bezug auf Kfz. An Haftpflichtversicherung zahle ich 1300 Lira im Jahr. Das ist ganz okay. In Deutschland habe ich über 1000 Euro bezahlt. Als Fahranfänger ist das ja immer relativ teuer. Hier spielt das Alter keine Rolle beim Preis der Versicherung. Der aktuelle Preis für einen Liter Diesel liegt bei ungefähr 6,50 Lira und beim Benzin sind es ungefähr 7 Lira. Für eine Autowäsche zahlt man hier im Durchschnitt mit Innenreinigung um die 30 Lira. Dann haben wir noch den Bereich Lebensmittel. Da kann man grundsätzlich sagen, wenn man bei Migros einkaufen geht oder bei Carrefour, dann hat man natürlich ähnliche Preise wie in Deutschland. Gerade die importierten Produkte sind natürlich nicht besonders günstig. Wenn man aber zu BIM geht oder zu Ayus Bier oder zu Schock, da gibt es natürlich schon deutlich günstigere Preise. Da kann man auch mit relativ wenig Geld gut den Einkaufskorb voll bekommen. Obst und Gemüse kauft man in der Türkei sowieso grundsätzlich nur auf dem Wochenmarkt. Da kriegt man eine gute Qualität, frisch von Bauern aus der Region für verhältnismäßig wenig Geld. Frische Bäckereien gibt es ja auch. Brot geht hier bei 1 Lira los. Also man kann sich hier schon günstig ernähren, wenn man auf gewisse Dinge verzichtet. Dann haben wir noch die Preise fürs Essen gehen. Für einen Döner mit einem Getränk zahlt man hier im Durchschnitt 10 Lira. Hauptgericht in den einfachen Restaurants gehen bei ungefähr 20 Lira los. Und wenn man natürlich mal ins Steakhouse gehen möchte, da kann man auch mal 70 bis 120 Lira für ein Essen da lassen. Dann haben wir noch Sonstiges. Eine Busfahrt hier mit dem Stadtbus in Alanya liegt bei 3 Lira. Für einen Friseurbesuch, Waschen, Schneiden zahle ich 25 Lira und für alle Raucher unter euch mag es interessant sein, Zigaretten liegen bei 12 bis 18 Lira für eine Schachtel. Ich habe jetzt die Preise in Lira genannt, weil wir sind ja in der Türkei und grundsätzlich muss man ja umrechnen 1 Euro 1 Lira, aber wer natürlich sein Geld aus Deutschland bezieht, der kann es zum tagesaktuellen Kurs umrechnen und der ist heute bei 6,2. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch, mal einen kurzen Einblick in die aktuellen Preise hier in Alanya zu bekommen. In Zukunft wird es auf diesem Kanal immer 3 Videos pro Woche geben. 2 davon macht der Thomas, 1 mache ich.
Und damit verabschieden wir uns und schöne Grüße nach Deutschland.